Herr Herzhammer, gestern wurde zum Asylrecht ein großes Paket beschlossen. Genau, wir haben gestern in zweiter und dritter Lesung das beschlossen, was in den letzten 3 Wochen verhandelt wurde. Das große Asylpaket, das ist die deutlichste Veränderung des Asylrechts seit 1993. Und für uns ist eben wichtig, dass wir diejenigen, die wirklich verfolgt sind, von denen trennen, die unsere Hilfe nicht brauchen. Und ich glaube schon, dass das die Mehrheit ist, die unsere Hilfe eigentlich gar nicht braucht. Und hier muss man konsequenter vorgehen. Es ist jetzt so, dass wogegen jahrelang sich gesträubt wurde, endlich der gesamte Balkan als sicherer Herkunftsstaat definiert worden ist. Das bedeutet auch, dass jetzt beispielsweise Flüchtlinge ohne Bleiberechtsperspektive, die aus solchen Staaten kommen, gar nicht mehr aus den Erstaufnahmeeinrichtungen weiterverteilt werden, sodass sie auch viel besser zurückgeführt werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist, dass man auch gerade bei denen in diesem Status erst einmal Sachleistungen gibt und keine Geldleistungen, um hier auch nicht Möglichkeiten zu schaffen, um Schleuser wieder zu refinanzieren. Und dass auch diejenigen, die wiederum zurückgeführt werden und sich dem widersetzen, auch keine weiteren Zahlungen mehr bekommen. Eigentlich verrückt, dass sowas bisher immer noch der Fall gewesen ist. Und das sind nur einige Beispiele. Wir werden die Verfahren sehr deutlich verkürzen. Aus 5 verschiedenen IT-Verfahren wird jetzt 1 gemacht, sodass auch einfach erkennbar ist, wenn jemand, der abgewiesen wurde, wieder einreist anhand seiner Fingerabdrücke, dass man ihn sofort wiedererkennen kann, dass sofort die Mechanismen greifen. Das sind sehr, sehr viele Maßnahmen, von denen ich aber glaube, dass sie einen sehr großen Effekt haben werden. Und zu dieser Thematik passt auch ein Thema in Düsseldorf, nämlich die Bergische Kaserne. Da gibt es jetzt auch neue Erkenntnisse. Ja, ganz genau. Die Bundeskanzlerin hat am Donnerstag im Übrigen auch noch eine sehr bemerkenswerte Regierungserklärung gemacht. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir halt insgesamt die Stellschrauben schon ein ganzes Stück weit verändern, aber dabei insgesamt weiterhin auch ein freundliches Gesicht machen, was, glaube ich, anders auch nicht funktionieren würde. Da kann man vielleicht auch nochmal sagen, der gemeinsame Vorschlag auch mit der CSU für Transitzonen ist auch etwas, wo ich nicht verstehe, dass die SPD das jetzt so kategorisch ablehnt, wo doch Sigmar Gabriel selber noch von Begrenzung der Zuwanderung gesprochen hat. Ich verstehe nicht, wie diese beiden Aussagen miteinander zusammengehen. So, jetzt müssen wir vor Ort natürlich auch Hilfe leisten und das passiert auch. Die Bundeswehr hat schon zum Jahresbeginn gesagt, dass sie unkompliziert helfen möchte. Das betrifft natürlich auch die Bergische Kaserne. Das steht schon sehr lange als Möglichkeit im Raum für die Stadt. Und hier hat die Stadt, ich weiß nicht genau, was für Winkelzüge immer wieder gemacht, dass die Gebäude nicht so einfach nutzbar sein würden. Das wussten wir schon vom Jahresanfang, weil sie alleine schon den Ansprüchen an Brandschutz nicht genügen. Und leider zeigt ja die Erfahrung, dass gerade Brandschutz etwas traurigerweise auch ist, was in Flüchtlingsunterkünften eine wichtige Eigenschaft ist. Jetzt hat man letzten Endes, wie ich finde, viel zu spät sich jetzt darauf verständigt, auf den Freiflächen halt eben winterfeste Zeltaufbauten zu installieren. Und ich wundere mich auch über manche Berichterstattung in den Zeitungen. Da wird einfach geglaubt, was irgendjemand irgendwo behauptet hat. Im Gegensatz zu dem, was da in einer großen Zeitung stand, werden die Kosten eben jetzt auch vollständig vom Bund dafür übernommen. Und damit haben wir jetzt eine flexible Hilfe für die Stadt. Gleichzeitig, und darauf lege ich immer sehr großen Wert, bleibt die Bergische Kaserne als Ziel, neuen Wohnraum zu schaffen, qualitativ guten, in das Stadtbild da oben nach Hubbelrath passenden Wohnraum zu schaffen und dass das ganze Thema der Flüchtlingsunterkünfte eine temporäre Lösung ist. Und darum geht es ja auch. Wir haben als CDU ja auch vorgeschlagen, interkommunalen Austausch, ein interkommunales Konzept zu machen, um Wohnungen für Flüchtlinge zu besorgen. Denn wir müssen die ja aus diesen Erstaufnahmestellen möglichst schnell raus, damit die auch ein richtiges, vernünftiges Leben wiederführen können in unserem Land. Und ein anderes wichtiges Thema wurde in Berlin beraten, die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Ja, ist das Gesetz für die Speicherhöchstfristen. Und zwar ist das auch etwas, was wir ja schon auch sehr, sehr lange diskutieren, nämlich die Frage, sollte mal so ein Anschlag wie bei Charlie Hebdo in Deutschland passieren, was wir nun alle nicht hoffen, dass man dann halt eben auch Hintermänner recherchieren kann. Oder bei schwersten Verbrechen, beispielsweise einem Mordfall, dass man dann auch sehen kann, wer sich in so einer Funkzelle aufgehalten hat zu dem Zeitpunkt, wo dieser Mord geschehen ist. Und es ist ein politisch sehr umstrittenes Thema gewesen. Wir haben es aber auch heute im Bundestag in abschließender Lesung beraten und auch abgestimmt. Und haben die Bedenken auch, wir haben 2 Verfassungsgerichtsurteile zu berücksichtigen gehabt, die ganzen Bedenken und Aufträge der Gerichte auch sehr genau abgearbeitet und eine Lösung gebaut, die sehr datenschutzsensibel ist, wo beispielsweise keine Inhalte gespeichert werden. Also nicht der Inhalt von Telefonaten, von Kurznachrichten, E-Mails werden gar nicht, nichts davon wird gespeichert, sondern lediglich die Frage, wer hat wann jemanden kontaktiert und für
reduziert jetzt nur noch auf 4 Wochen Standortdaten. Und das Ganze ist in einem abgeschlossenen Datensilo, der nicht mit dem Internet verbunden werden darf und nur mit richterlicher Genehmigung bekommen Strafverfolgungsbehörden Zugriff darauf und wie gesagt eben auch nur bei Vergehen von schwerster Größenordnung und nicht bei einfacher Kriminalität. Und eine letzte Frage zum Schluss. Wie geht es dann in der kommenden Woche für Sie weiter? Ja, wir haben in der nächsten Woche keine Sitzung hier in Berlin und das gibt mir die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Terminen in Düsseldorf wahrzunehmen. Wir haben zum Beispiel den Kreisparteitag der CDU. Es gibt aber auch ein Gespräch mit der Bürgerinitiative in Angermund rund um das Thema des Rhein-Ruhr-Express. Ich mache gemeinsam mit Olaf Lehne eine Tour durch mehrere Flüchtlingsheime, was auch ganz wichtig ist, sich das nochmal aus der Nähe anzugucken. Ich hatte ja schon vor einigen Wochen eins besichtigt. Hier immer wieder mal auch von den Praktikern zu hören, wie sich die Dinge machen und noch eine ganze Reihe Veranstaltungen mehr. Darauf freue ich mich schon. Dankeschön.